Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich euch mal die Rentier in Polen vorstellen, die ich im letzten Video gezeigt habe, als der Long Range BDS Speed Pokal zwischen Polen und Deutschland ausgeführt oder veranstaltet wurde. Und ich zeige euch mal, was hier alles geht auf dem Platz und ob das, was hier möglich ist, ob das eine gute Range ist, ob mir die gefällt. Und ich gehe mal ein bisschen rum und zeige euch, was so geschossen wird. Ich sag mal gleich vorweg, der Platz ist im Werden. Es ist noch nicht alles fertig, aber man kann schon richtig viel schießen und genau das zeige ich euch jetzt mal. Der Stand ist in Jawor oder am Rand von Jawor und ist relativ gut zu erreichen aus den östlichen Gebieten von Deutschland. Also er liegt im Südosten von Polen, relativ nah an der Grenze. Und die Entfernung habe ich mal eingeblendet. Das ist für viele ja eine gute Verbindung. Der Platz hat eine gestreckte Form und liegt direkt an einer Autobahn, ist also auch gut zu erreichen. Und es befinden sich verschiedene Bahnen auf dem Platz. Es ist einmal die 600 Meter Bahn, von der man auch 300 Meter schießen kann. Dann gibt es eine Kurzwaffenbahn noch, die in der Mitte liegt, direkt bei den im Auswertebereich oder hinter dem Auswertebereich. Und dieser Auswertebereich, da gibt es noch einen etwas offeneren Platz davor. In diesem Bereich, also dieser Auswertebereich, da gibt es auch die Anmeldung. Und in diesem Bereich oder an diesem Bereich gibt es auch einen überdachten Platz. Und ja, da kann man auch grillen und dort werden dann auch Stände aufgebaut. Also im Prinzip der zentrale Platz, wo man sich trifft. Dort werden die Siegerehrungen durchgeführt und so weiter. Es gibt dann noch eine kleine Bahn dazwischen, da war ich aber noch nicht drauf. Und es gibt auf der rechten Seite, wenn man jetzt oben rauf guckt, auf der rechten Seite die 100 Meter Bahn. Also dort kann man 100 Meter schießen und die ist am Stand auch überdacht. Genau wie die Stände bei 300 Meter und bei 600 Meter auch überdacht sind. Das ist natürlich schön. Es gibt dann in der Mitte des Platzes einen Parkplatz. Ja, hier ist der große zentrale Parkplatz und hier kann man sein Auto abstellen. Es gibt hier noch weitere Parkplätze weiter vorne, aber das ist hier so die zentrale Mitte und von hier aus kann man sehr schnell alle Schießboxen erreichen und auch die große 600er ist gleich hier rechts neben mir und hinter mir ein Stückchen weiter ist hier noch eine 100 Meter Bahn und hier sind die ganzen Kurzwaffen- und Langwaffenbahnen, die bis 25 Meter gehen. Ja, und das ist hier so die zentrale Anlaufstelle. Und falls dieser Parkplatz nicht ausreichen sollte, kann man auch im Vorfeld, also im vorderen Bereich des Geländes, noch sehr gut parken. Das ist also kein Problem. An der rechten Seite gibt es dann mehrere Boxen, um auf 25 Meter zu schießen. Und diese Boxen sind unterschiedlich breit. Es gibt eher kleinere, die eine kleine ist gleich bei der 100 Meter Bahn. Dann gibt es eine etwas größere, wo man auch komplexere Sachen für IPSC aufbauen kann zum Beispiel. Und dann gibt es daneben wieder eine und davor sind noch weitere Boxen im Aufbau. Hier hinter mir ist mal so eine Box, wo man dann nachher Kurzwaffe schießen kann oder Langwaffe, also so eine ja, abgetrennte Abteilung, wo es dann zum Schießen geht. Die ist hier eine Gagel neu, die ist noch nicht fertig, die wird dann hinterher fertig gemacht. Und dann gibt es hier eine Absperrung vorne und dann werden hinten die Targets oder Ziele aufgebaut. Hier haben wir mal so einen fertigen Platz, wo bereits trainiert wird. Ihr seht, hinter mir haben die Behörden was aufgebaut, einzelne Ziele und hier sind auch die Waffen schon abgestellt. Und ich bin hier mal mitten in das Training hineingeplatzt und das geht hier auch gleich weiter. Ja, und da kann man natürlich auch behördlich sehr gut arbeiten und die Polizei ist hier oft und auch ja, andere Behörden und trainieren hier die ganze Zeit. Und diese Boxen, so wie hier, da gibt es eine ganze Menge davon und in jeder Box sieht es ein bisschen anders aus. Man kann das alles ein bisschen umbauen und dann kann man hier super trainieren. We'll be right back.
Perfect. Thank you. Thank you. Thanks. Der ganze vordere Bereich wird gerade noch umgestaltet. Dort wird eine Campingfläche entstehen und es soll demnächst dann auch weitere Einrichtungen geben. Aber momentan ist es halt nur zurechtgeschoben und es gibt als sanitäre Einrichtung zurzeit ein Dixi-Klo vorne und ganz hinten. Das ist ja oft auch ausreichend. Wenn man jetzt mit einem eigenen Wohnmobil kommt, hat man ja eh alles dabei. Ja, in diesem Bereich kann man sich frei hinstellen und ich denke mal, das wird sich alles noch ein bisschen entwickeln. Aber momentan macht das schon Spaß, da zu stehen und man kann sich das alles so bauen und so sich hinstellen, dass es auch gemütlich wird. Ja, so viel zu dem Platz hier vor Ort in der Nähe von Javor. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video wieder ein bisschen gefallen. Daumen hoch würde ich mich freuen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.